Bei der Fluggesellschaft Emirates konnte man in den letzten Jahren, eventuell sogar in den letzten beiden Jahrzehnten, ein wirklich beeindruckendes Flottenwachstum beobachten. Immer wieder neue und moderne Flugzeuge, mal ebenso die größte 777-Flotte der Welt und auch mal ebenso die größte A380-Flotte der Welt. Dazu immer mal wieder in regelmäßigen Abständen ein neues und ganz objektiv betrachtet oftmals auch richtig gutes Produkt an Bord der Flugzeuge. Vor allem aber die optimistische langfristige A380-Planung, die brachte, das hat sich jetzt gezeigt, nicht den erhofften Erfolg, was die Fluggesellschaft Emirates sicherlich schon vor einiger Zeit vor die Frage nach einem neuen Flugzeugtypen in der Flotte stellte. Ja, und seitdem ist das eigentlich nur noch ein richtig chaotisches Hin und Her. Und dieses Hin und Her, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video am Samstag. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Also, ich meine, man staunte doch nicht schlecht. Es war schon gar keine Überraschung mehr, wenn Emirates immer mal wieder in regelmäßigen Abständen die Anzahl der festbestellten A380 erhöhte. Und man war auch immer wieder beeindruckt, wenn es dann in den Nachrichten hieß, dass Emirates jetzt den 80., den 90. oder dann auch irgendwann den 100. A380 in Hamburg übernommen hat. Und ganz nebenbei hat man dann ja auch noch liebend gerne zugeguckt, wie die Fluggesellschaft alle von denen hier in Deutschland angeflogenen Ziele, 4 Standorte, Stück für Stück immer weiter auf den A380 umstellte und trotzdem immer noch mehrfach am Tag vorbeikam. Mittlerweile ist das ziemlich ausgeglichen. Hier kommt mal eine 777, dann mal wieder auf der späten Rotation A380, wie auch immer, hat sich alles so ein bisschen hin und her gedreht und eingependelt. Trotzdem ist an allen 4 deutschen Standorten mittlerweile ein Emirates A380 verfügbar. Zuletzt kam dann im letzten Jahr der A380 auch nach Hamburg. Gleichzeitig wurden in den letzten Jahren dann aber auch wirklich konsequent Flugzeuge, die nicht Boeing 777 oder Airbus A380 heißen, so schnell wie möglich aus der Flotte der Airline wieder rausgedrückt. Also A340, A330, die waren bis spätestens Ende 2016 bei Emirates aus der ganzen Nummer raus und auch ältere Boeing 777 werden bei Emirates recht zügig wieder aus der Flotte rausgeschmissen. Da steckt also eine ganze Menge Bewegung drin, was aber auch dafür sorgt, dass die knapp 270 Flugzeuge der arabischen Fluggesellschaft im Schnitt gerade mal 6,5 Jahre alt sind. Und gerade weil so wahnsinnig viel Bewegung in dieser Flugzeugflotte drinsteckt, wird es, wie auch bei Singapore Airlines, jetzt bei Emirates nicht mehr lange dauern, dann wird man auch den ersten A380 aus der Flotte wieder rausschmeißen. Emirates hat man gesagt, so knapp 12 Jahre wird man die Dinger fliegen, dann werden die Stück für Stück wieder aussortiert. Ja, das wird sicherlich auch interessant zu beobachten, wenn so eine große Anzahl an A380 dann Stück für Stück in Einzelteile zerlegt wird, weil das die neuen Kunden finden, das ist relativ unwahrscheinlich. Ist aber auch ein anderes Thema, darum geht es heute gar nicht. Heute geht es darum, dass Emirates, wenn man mal so kurz drüber nachdenkt, wohl so ziemlich die einzige oder eine der wenigen Fluggesellschaften ist, die nicht mit den modernsten Whitebodies unterwegs sind, die es aktuell am Markt gibt. Mit dem A350 oder mit der Boeing 787. Beide Flugzeugtypen hat Emirates ja nicht. Und zumindest im Vergleich mit der direkten Konkurrenz aus dieser Region, mit Qatar Airways oder auch mit Etihad, da fällt tatsächlich auf, Emirates ist die einzige Fluggesellschaft, die diese beiden Flugzeugtypen nicht hat. Emirates ist zurzeit unterwegs mit etwa 158 Boeing 777, größtenteils davon mit der 777-300ER und mit knapp 110 A380. Zu Hause sind die Flugzeuge der Emirates alle in Dubai und ich habe eben schon gesagt, da steckt wahnsinnig viel Bewegung drin und seit spätestens Februar 2019 ist absolut klar, dass der Airbus A380 auch bei Emirates in dieser dynamischen Flottenerneuerung schon bald keine wirklich große Rolle mehr spielen wird. Schon kurz zuvor gab es da entsprechende Kommentare von Airline-Chefs, beispielsweise von Akbar Al-Barka, dem Chef von Qatar Airways, der sagte, dass man als Fluggesellschaft mit dem A380 erstens nicht sonderlich zufrieden sei und zweitens mit diesen Flugzeugtypen auch langfristig nicht wirklich etwas anfangen kann. Das bekam alles schon fast ein bisschen gruselig, das bekam alles schon sehr viel Ähnlichkeit zum A340-Projekt. Und dass das A380-Projekt schon da am seidenen Faden hängt und auch da schon von der Entscheidung von Emirates abhängig war, das war vollkommen klar. Die arabische Fluggesellschaft ist quasi schon seit Jahren der einzige wirkliche Großkunde für den A380, der auch immer wieder neue Flugzeuge abgenommen hat. Ja, und im Jahr 2017, also gut 1,5 Jahre zuvor, da gab Emirates schon einen weiteren wirklich interessanten Denkanstoß beim Thema langfristige Flottenplanung bei dieser Fluggesellschaft, denn dort unterzeichnete man eine Absichtserklärung für 40 Dreamliner, also für 40 Maschinen des Typ 787-10. Dabei ist aber ganz wichtig, es gibt einen wirklich großen Unterschied zwischen einer Absichtserklärung und einer festen Bestellung. Also ganz wichtig, Emirates hat diese 40 Dreamliner nie fest bestellt.
Eine solche Fluggesellschaft, die in dieser Menge Interesse an einem bestimmten Flugzeugtypen bekundet, da ist es dann aber doch eher unwahrscheinlich, dass man von dieser Absicht komplett wieder zurückspringen wird. Aber das lassen wir erst einmal so stehen. Bis zu dem Punkt erst einmal, also Anfang 2019, für uns als ganz unbeteiligte Beobachter, sieht das Ganze so aus. Emirates plant mehr oder weniger langfristig mit einer Flotte bestehend aus 777 und A380. Bei der 777 wird es in der Zukunft auch bleiben. Da kommt dann die 777X. 150 Maschinen davon sind fest bestellt und wenn die Zeit dann irgendwann gekommen ist, dann stößt auch irgendwann die 787-10 zu der Flotte hinzu und bringt laut Aussage der Verantwortlichen dieser Fluggesellschaft vor allem eins, und zwar mehr Flexibilität. Zu dem Zeitpunkt hieß es, Emirates ermögliche sich mit dem Dreamliner, mit der 787-10, rentable und effiziente Verbindungen zu zielen, auf denen man eine 777, jetzt eine 777-300ER, später dann eine 777X oder auch ein A380 ganz einfach nicht voll bekommt. Klar, die 787-10 ist nun wirklich kein kleines Flugzeug, aber je nach Bestuhlung hat die Maschine knapp 50 Sitzplätze weniger als die 777 bei Emirates, aber auch mal eben gut 200 bis 250 Sitzplätze weniger als ein A380 bei dieser Fluggesellschaft, und das ist schon ein großer Unterschied. So viele A380, wie anfangs irgendwann mal geplant waren, braucht man jetzt aber auf einmal Anfang 2019 bei Emirates doch nicht mehr. Das heißt, der A380, mit anderen Worten, wird hier auf der einen Seite ausgebremst, um sich gleichzeitig das schnellere Hinzufügen dieser eben angesprochenen Flexibilität in der Flotte zu ermöglichen. Das wiederum hieß dann im Februar 2019, dass Emirates die A380-Bestellung mal ebenso schlagartig um 39 Maschinen reduziert. Wirklich gewundert hat das tatsächlich niemanden. Airbus kündigte dann kurze Zeit später, auch das war keine Überraschung, das frühzeitige Aus für die A380-Produktion an. Den letzten A380 wird man dann im Jahr 2021 bauen. Der geht dann auch an die arabische Fluggesellschaft, also auch Emirates bekommt den letzten neuen A380 im Jahr 2021. Jetzt habe ich aber eben ganz bewusst über das Ausbremsen des A380 auf der einen Seite und dann nicht das schnellere Hinzufügen der Boeing 787 gesprochen, sondern über das schnellere Hinzufügen von mehr Flexibilität in der Flotte, aka 787 oder eben die Flugzeuge, die Emirates jetzt im Austausch zur A380-Bestellung bestellte. Emirates tauscht beim europäischen Flugzeugbauer jetzt nämlich mal ganz einfach die Flugzeugbestellung durch und kauft damit Flugzeuge, die ja eigentlich schon mal was mit der Fluggesellschaft zu tun hatten. Man kauft nämlich jetzt 30 A350-900 und sogar 40 A330-900, also den A330neo. Und damit ist man wieder beim A350 angekommen, den die Fluggesellschaft doch gerade letztens erst gefühlt zumindest storniert hatte. Emirates hatte im Jahr 2007, also das ist schon ganze 12 Jahre her, 70 A350 bestellt. Im Jahr 2014 hat man diese Bestellung dann storniert. Jetzt ist diese Bestellung also etwas verspätet, in etwas kleiner, doch wieder bei der Fluggesellschaft vorhanden. Neu ist jetzt allerdings der A330neo. Ohne Neo, also als A330ceo mit den klassischen Triebwerken, hatte man den Flieger doch aber gerade erst im Jahr 2016 aus der Flotte rausgeschmissen. Und so langsam aber sicher wird es wirklich unübersichtlich. Da war man doch gerade erst dabei zu sagen, ey krass, die sind wirklich nur noch mit zwei Flugzeugtypen unterwegs. Das ist ja total wenig komplex und total modern. Man hat mal ebenso die größte A380 und die größte 777-Flotte der Welt. Total sinnvoll, oder? Und jetzt auf einmal, dann kommen jetzt 30 A350-900, 40 A330-900 und auch 40 Boeing 787-10 dazu. Alles auf einmal für mehr Flexibilität? Aber gut, das kann ja vielleicht auch tatsächlich so sein. So, wirklich diskutiert wird über diese ganze Sache jetzt erst wieder, nachdem der aktuelle Emirates-Geschäftsbericht vor wenigen Wochen rauskam. Denn da wird ja, wie immer, wie das halt in so einem Geschäftsbericht auch üblich ist, für alle Beteiligten, für alle, die da mit Geld in der ganzen Sache mit drin hängen, dann auch einfach mal über die Zukunft gesprochen, über aktuelle Planungen gesprochen. Und in diesen Planungen taucht auf einmal die Boeing 787 gar nicht mehr auf. Und das passte jetzt wirklich perfekt, denn damit konnte man richtig schön wieder eine schon längst durchgewesene Diskussion anheizen. Und zwar die 787-10, die ja Emirates haben will, scheinbar. Oder jetzt auch eventuell nicht mehr haben will, wie auch immer. Auf jeden Fall, Emirates hat eine Absichtserklärung für die 787-10 unterschrieben. Und dieses Flugzeug lässt sich am besten vergleichen mit dem A350-900, den Emirates ja jetzt fest bestellt hat. Und viele haben sich gefragt, warum man dann noch die 787 benötigt. Immerhin hat man mit der Strich-10 auf der einen Seite jetzt die zweifach verlängerte und vielleicht auch schon ausgequetschte Variante der 787 und mit dem 900 hat man auf der anderen Seite die Basisversion des A350.
Ja, und diese beiden Flugzeuge jetzt miteinander zu vergleichen, das kann natürlich sehr, sehr komplex werden und sehr weit ins Detail gehen. Aufs Einfachste runtergebrochen wurde das aber immer mal wieder gerne zusammengefasst mit: Der A350 ist stärker, ist günstiger, ist einfach kraftvoller, hat einfach auf seiner längeren Reichweite mehr Durchhaltevermögen, kann dort einfach mehr zahlende Kundschaft, mehr zahlende Fracht schleppen. Ja, warum jetzt also Boeing kaufen? Und ganz so einfach ist das natürlich auch wieder nicht. Tatsächlich aber ist es so, dass dem Airbus A350-900 ganz einfach doch etwas mehr Performance zur Verfügung steht als der Boeing 787-10. Und das kann gerade in Dubai bei hohen Temperaturen, bei Langstreckenflugzeugen, die auch wirklich dann auf Langstrecke gehen sollen, da kann das durchaus mal ein limitierender Faktor sein. Also der A350 hat so erst einmal durchaus einen Vorteil. Der etwas, aber halt eben nur etwas schwerere A350 im Vergleich zur 787 kann mit seinen knapp 40 kN jeweils stärkeren Triebwerken, da muss der deutlich später an die zahlende Kundschaft oder eben an die zahlende Fracht ran und diese dann dort stehen lassen in gewissen Mengen, um die entsprechende Langstrecke fliegen zu können, als die Boeing 787-10. Letztendlich ist also die Performance Margin, die dem A350 durch seine Triebwerke bei gleichen Temperaturen, bei gleicher Last, wie auch immer zur Verfügung steht, im Vergleich zur 787, die ist ganz einfach höher als beim Konkurrenzmodell. Ja, das ist bis dahin aber natürlich auch nur die halbe Wahrheit, denn auch der Dreamliner hat selbstverständlich seine nicht zu unterschätzenden Vorteile. Gerade auf den etwas kürzeren Strecken, wenn es also nicht um die 11.000, 12.000, 13.000 Kilometer weiten Flüge geht, gerade da kann die 787-10 etwas effizienter unterwegs sein als der A350-900. Und wir haben auch schon in anderen Videos wirklich häufiger mal drüber gesprochen, dieses Thema Ultralangstrecken, also Flüge, die weit über die 12 Flugstunden hinausgehen, das ist und bleibt auch eine Nische. Und das ist eine Nische, die der A350 hier in diesem Beispiel deutlich besser kann als die Boeing 787-10. Aber ist die 787 nur aufgrund dieser Tatsache jetzt uninteressant für die Fluggesellschaften wie eben beispielsweise Emirates? Natürlich nicht. Der wohl größte Vorteil, der ergibt sich aber dann, wenn man mal eben so einen schnellen Blick in das 787-Cockpit wirft und kurz danach mal in das Cockpit der 777X reinschaut. Das, was man da sieht, das hat schon wirklich große Ähnlichkeiten und da sollte man vielleicht nicht vergessen, dass die 777X bei Emirates schon bald den größten Anteil in der Flotte übernehmen wird. Ziemlich sicher. Und ihr merkt schon, die Diskussion über diese Flugzeuge, das ist also gar nicht so einfach, wie man sich das immer gerne mal beim Thema langfristige Flottenplanung bei Emirates zurechtlegt. Und was ein Glück, damit wir uns nicht weiter den Kopf zerbrechen über die Fluggesellschaft, über deren langfristige Flottenplanung zurzeit wahrscheinlich am meisten diskutiert und auch spekuliert wird, da meldet sich dann einfach mal, damit wir eben genau das nicht machen müssen, da meldet sich einfach mal der Chef, Tim Clark, zu Wort und sagt eben oder bestätigt eben, dass Emirates die 787-10, den A350-900 und auch den A330neo ziemlich sicher übernehmen wird. Tja. Also gibt es tatsächlich bald drei neue Flugzeugtypen bei Emirates, mit der 777X dann sogar vier neue Flugzeugtypen. Also viel Neues bei dieser Fluggesellschaft, auf das wir uns wirklich freuen können. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie immer, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Samstag. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video. Dann bis morgen und tschüss.